So, Leute, okay, weiter hier in Golden Sun. Und in der Heilung. Hermes Wasser, alles Leben durch diese Welt. Alles Leben wird durch dieses Wasser geheilt. Ja, hier sind wir im wunderschönen Merkurleuchtturm. Der erste von vier sehr schönen Objekten in Golden Sun. Ich liebe es. Jemand ist hier. Ja, wir zum Beispiel. Jemand ist hier. Ja, wir, hallo. Kannst du es auch hören? Nö, irgendwie nicht. Kannst nichts hören? Nun, ich schon. Außer mir kann nur Alex den Merkurleuchtturm betreten. Aber diese Statue blockiert den Weg. Diese Statue blockiert den Eingang. Ja, kein Ding, Mia. Dafür sind wir doch da. Hey. Hast du das getan? Ja. Ich wusste es. Ich sah, wie seine schemenhafte Kraft den Weg frei machte. Du konntest unsere Psynergie sehen? Psynergie? So nennt ihr also diese Kraft. Wir dachten uns, dass du Psynergie eingesetzt hast, als du diesen alten Mann geheilt hast, Mia. Boah, das ist schwer, mir die ganzen Stimmen zu merken. Den Mitgliedern des Merkur-Clans wird von Generation zu Generation eine besondere Gabe weitervererbt. Wir nennen sie das Gebet. Eine Kraft, die durch tiefe Meditation freigesetzt wird. Einst wird diese Kraft viel stärker. Dieser Merkur-Clan scheint den Bewohnern von Vale nicht unähnlich zu sein. Was denkst du? Ja, hast du recht. Sicherlich. Sicher, sie sind die Beschützer einer besonderen Kraft, genau wie wir. Ich muss gehen. Ich muss herausfinden, wer den Leuchtturm betreten hat. Gebet. Oh mein Gott, open the door. So, sie spricht ein Gebet und öffnet das Portal, sodass wir oder gesagt, sie oder alle hindurchtreten können. Husch. Okay. Hallo. Yay, let's go. Oh mein Gott. Big dude. Der sie nicht vorbeilassen will. Ach, Mia. Wir sind doch da. Lass uns das machen, Mädchen! Bam! Auf die Omme gibt's jetzt. Auf die 12? Okay, wir schlagen einfach so drauf. Irgendwann macht schon jemand Critical, so wie Isaac jetzt. Burns! Zack, und jetzt gibt Garrett den... What the fuck, du hast... Moment. Okay, ich hoffe, ich bin schneller mit Isaac als das Vieh. 1! Oh, das war ja... viel. Oh, don't attack me! Bam! Zack. Ja, Garrett habt ihr gesehen. Egal. Garrett hat jetzt schon über 100 Leben. Das ist gut. Das ist sehr... Bams. Okay. Windseher Level 7, Ivan. Sehr schön. Danke. Ja, nicht zu danken. Mia, bleibt doch stehen. Warte auf uns. Wait for me. Wait for me. Still wait for me. Ja, sie rennt schon weiter. Sie ist fix, wie wir sehen. Und da ist sie jetzt gleich wieder. Hallo, Mia. Ja, wir machen das schon. Oh, oh, Moment. Verschieber! Und zurück mit dem Ding. So. Ihr habt mich schon wieder gerettet, nicht wahr? Ja. Habt ihr auch etwas im Leuchtturm zu erledigen? Ja. Das dachte ich mir. Ich bin mir sicher, dass vor mir noch mehrere Hindernisse warten, die ich nicht aus eigener Kraft überwinden kann. Nur den Mitgliedern des Merkur-Clans ist es gestattet, diesen Ort zu betreten. Auf jeden Fall kann ich fühlen, dass ihr etwas Besonderes seid. Ich weiß, dass ich euch vertrauen kann. Mia gehört nun zum Team! Endlich! Juhu! Und das war der Grund, Leute, warum ich erst hierhin wollte, anstatt zu Kolima. Richtig, hier kriegen wir Mia und ich zeige euch, stelle euch das gute Mädel erstmal vor. Ja, sie ist Level 10. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich erwartet, dass wir zuerst nach Kolima gehen und dann erst hierher kommen. Na egal. Das ist Mia. Sie ist eine Merkur-Adeptin oder auch Wasser-Adeptin. Sie hat bereits einen Djinn, nämlich den guten Sprudel. Yep, da, Sprudel. Und sie beherrscht folgende Psynergie. Gebet zum Heilen. Mia ist die beste Heilerin im Spiel, sage ich jetzt schon mal. Sie wird auch nie wieder geschlagen werden. Und ein paar nette kleine Angriffszauber. Und sie kann auch Vergiftung heilen. Also Mia, wer meine Top 10 gesehen hat, wird sehen, da war sie auch drin. Ja, und ich mag sie einfach total gerne. Als alles, als Charakter. So, jetzt muss ich überlegen, war hier schon einer der Wasserfälle? Nein. Okay. Denn, ja, hier gibt es noch einen Djinn, sage ich mal, zu holen. Im Merkur-Leuchttor. Den guten Geysir, aber den finden wir noch früh genug, sage ich mal.
Und ganz nebenbei, ich liebe die Leuchttürme. Ich liebe die Leuchttürme in Golden Sun. Es sind so toll, voller schöner Ideen. Und ach, ich schwärme von wieder, ich schwärme. Ich kann stundenlang über dieses, von diesem Spiel schwärmen. Wirklich, Leute, glaubt es mir. Und wir werden hier nicht angegriffen. Aber das Problem ist zwar, wir haben ja zwar jetzt schon Mia geholt. Zack, und das Wasser ist aus. Haben zwar jetzt schon Mia geholt. Das heißt, wir können später zu Kolima mit 4 Charakteren. Allerdings heißt es auch, dass der Karl... Nein, dass an anderer Stelle später ein bisschen schwieriger wird. Ich sag jetzt nicht, was genau. Psychostyle sind tolle Items nebenbei. Yay, yay. So, und da wir jetzt hier alles weggemacht haben, können wir jetzt auch hier unten durchgehen. Huhuhu. Zack, seht ihr, da oben von da sind wir gekommen. Und jetzt geht's hier, ist wieder eine Sackgasse, okay. Aber wir leveln ja noch ein bisschen auf, sag ich mal. Bei solchen Kämpfen. Oh Gott! Ja, ganz genau, gerade bei solchen Kämpfen. Okay, Erdbeben ist eine gute Attacke, die trifft nämlich so ziemlich alles auf dem Feld. Ist Isaac momentan noch der Einzige, der so eine Attacke beherrscht. Garrett greift in die Richtung an, also greife ich auch mal die Richtung an. Zack, bam. Ja, Psynergie ist immer noch dafür am besten, wenn es darum geht, so viel Schaden wie möglich zu machen an vielen, vielen Gegnern. Und das ist jetzt sowieso episch. Bam, bam, bam. Übrigens, an der Stelle, wo der Angriff zentriert wird, macht die Attacke den meisten Schaden. Schade, einer hat überlebt. Bam, bam, alle raufhauen. Bam. Okay, Problem an Mia ist leider, dass sie relativ langsam ist. Zwar nicht so langsam wie Garrett, aber sie ist langsam. Aber, ja, sie hat viel Synergie. Sogar mehr als Ivan. Gut, jetzt noch jedenfalls. Heilen noch irgendjemand? Nee, komm. Egal. Ist, dass sie... Also, ja, wie gesagt, Problem ist, dass sie langsam ist, wollte ich, glaube ich, gerade sagen, oder? Aber das werde ich im Spiel ändern, denn sobald es möglich ist, werde ich hier so viel Speed-Ups zustecken, wie es nur möglich geht. Glaub mir, meine Mia war am Ende des Spiels immer der schnellste Charakter. Lalala. Ach ja. Bevorzugung kann man das auch nennen, aber ist egal. So ist es halt, würde ich mal sagen. Und diese Grizzlybären machen uns zu schaffen, denn sie sind große, dicke Gegner, die böse sind und uns verprügeln wollen. Bam. Zack. Okay. Sehr schön. Okay. So, jetzt haben wir einen langen Weg vor uns. Das Rätsel ist jetzt hier nicht besonders schwer, sag ich mal. Also, man erkennt doch schon, was man hier machen muss. So, gerade mal so eben. Wir schieben diese hübsche Dame umher, die sich nicht bewegen kann und uns einen Krug auf den Kopf hält. Die sagt so, hey, wenn du mich falsch schiebst, dann lass ich, was auch immer drin ist, auf dich draufschütten und zerstöre dich. Ja, nein, das denkt sie sicherlich nicht. Das Einzige, was sie jetzt denkt, ist gar nichts, denn sie ist eine Statue. Das Einzige, was wir aber denken, ist, juhu, wir haben die Tür geöffnet, und können direkt hier runterspringen, um uns dann schnell wieder da hoch zu angeln, an der Leiter jedenfalls. Dann gehen wir durch und sind weiter. Okay, so einfach geht das. So, und jetzt springen wir hinunter, um etwas zu aktivieren. Und ganz früh, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich eine Zeit lang überlegt, was ich brauche. Der das Herz der Göttin ehrt, soll inmitten von allem stehen, wie ein Schwan auf einem Teich, von Wellen gesäumt. So, was wir hier machen müssen, scheint vielleicht nicht so klar, aber wenn man drüber nachdenkt, doch eigentlich ganz logisch. Wir ehren das Herz der Göttin, indem wir es anbeten. Ja, und zwar natürlich von einer Merkur-Adeptin. Sie ist auch die Einzige, die jetzt momentan Gebet kann, insofern. Damn, und jetzt haben wir diese Blöcke aktiviert. So, diese drei Ringe über unserem Kopf zeigen an, dass wir jetzt dreimal übers Wasser springen können. Ist das nicht toll? Ja, das ergibt ganz neue Möglichkeiten, an Orte zu kommen. Zack, so. Yay. Und ist hier jetzt... Oh, hier ist erstmal ein böser, dicker Echsenmann. Ihr beiden greift lieber mit Zauber an. Hier, nein, Isaac, warum hast du nicht gecrittet? Isaac, wenn du crittest, dann machst du doch viel mehr Schaden und das freut mich dann viel mehr. What the fuck? Don't kill Ivan. Ja, Ivan sollte definitiv nicht sterben. Noch haben wir keinen Wiederbelebungszauber und das ist nicht gut. Ah. Aber nein, ja, ach so, warte, das war gar nicht der Gang, wo es weitergeht. Ich dachte, na gut, zack. 1, 2, 3. Bam, 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 bam. Isaac öffnet die Truhe. Psy-Rüstung, eine gute Rüstung, die wir direkt mal anlegen. Und ich denke nur Garrett und Isaac wahrscheinlich, ne? Ja. Isaac, du hast weniger Verteidigung als Garrett, also kriegst du auch die Rüstung. Oh, Garrett denkt sich, das ist unfair, aber das ist egal. Yay! Okay, und eine weitere Kiste.
Isaac öffnet die Truhe. Oh mein Gott, was ist das? Eine Mimik. Ja, Mimik gibt es natürlich auch in vielen Spielen, aber zack. Ach genau, ich kann euch noch was ganz anderes zeigen, fällt mir gerade eben auf. Wir haben jetzt zwei Mastchins. Habe ich gerade mit mir einen normalen Angriff gemacht? Ups, wollte ich gar nicht. Umso mehr Djinns man auf Standby hat, desto stärker sind die Beschwörungen, die man findet. Man kann hier in Golden Sun 1 noch nicht die Djinns kombinieren, sage ich mal, aber man kann sie schon einzeln einsetzen. Und ich werde euch das gleich mal zeigen. Ich werde jetzt hier Esse noch auf Standby setzen, quasi. Werde euch mal... Am Irrgreif einfach so ankommen. Wenn das Mimik-Ding überlebt, dann kann ich es sogar noch in der Runde zeigen. Ja, weil man kann zwei Djinns vom selben Element quasi kombinieren, um eine richtig dicke Beschwörung zu beschwören. Umso mehr Djinns es sind, desto krasser die Beschwörung. Ganz einfach, der Scheiß. Yeah, und ganz logisch. So, wenn du jetzt noch überlebst... Okay, sehr schön. Leute, ganz kurz mal Pause. Bis gleich.